Als sich vor etwa 10.000 Jahren die Gletscher zurückzogen, verblieb vorerst eine Gerölllandschaft. Schließlich setzte sich pflanzliches Leben durch und fruchtbarer Boden entstand. Zur Zeit der ersten Besiedelung durch den Menschen dürfte die gesamte umgebende Region bewaldet gewesen sein. Die Ursprünge Pfaffenhausens dürften im 6. oder 7. Jahrhundert liegen. Mit der Niederlassung eines Pfarrers und der Errichtung der damaligen Wehrkirche mit Schutzmauern und innenliegendem Friedhof wurde der Ort über Zeit als Pfaffenhausen bekannt. Der zweitälteste Teil war die im 13. Jahrhundert entstandene Burggründung, bewohnt vom Ortsadel, den Rittern von Pfaffenhausen. Ursprünglich als Wehrburg erbaut, wurde diese durch Kriege mehrmals zerstört, jedoch immer wieder in veränderter Form neu aufgebaut. So verwandelte sich die Burg über Zeit in ein Schloss. Hans Stüber aus Pfaffenhausen hat nach überlieferten Unterlagen ein Modell der Burg geschaffen. So könnte sie einst ausgesehen haben. Der dritte Siedlungsbereich entlang der Hauptstraße bis hin zum Marktplatz und dem Rathaus ließ den Ort dann zusammenwachsen. Im Jahr 1167 zum ersten Mal urkundlich benannt, wurde dem Ort 1360 das Marktrecht verliehen. Und 1391 wurde Pfaffenhausen erstmals als Markt und Flecken bezeichnet. Bis 1690 wurde der Jahrmarkt an St. Mang abgehalten. Später kam der Markt am Pfingstmontag und ab 1811 der Fastenmarkt am dritten Fastensonntag dazu. 1487 wurde das bischöfliche Pflegamt Pfaffenhausen geschaffen und der prachtvolle Prunkbau im Ort, das Schloss, diente damals als Residenz des Pflegers. Dem Pfleger oblag auch die Rechtsprechung. Er hatte in der Gerichtsstube des Rathauses alle 14 Tage Verhör zu halten. 1495 wurde Pfaffenhausen die hohe Gerichtsbarkeit übertragen und Anfang des 16. Jahrhunderts hatte auch ein Scharfrichter hier seinen Sitz. Der Weg zum Galgen führte an der Marienkapelle vorbei und bot den Verurteilten eine Gelegenheit zu einem letzten Gebet. Nur der Flurname Galgenmaat und das Galgenhaus erinnern heute noch an diese unbarmherzige Geschichte. Im 18. Jahrhundert erlebte Pfaffenhausen aufgrund vieler Baumaßnahmen eine goldene Ära. 1734 wurde das Pflegamtsgebäude errichtet. 1735 kam der Bau des Priesterseminars dazu. 1739 folgte der Bau des Kastenhauses. 1758 dann die Errichtung des Rathauses. Und 1780 erfolgte die Grundsteinlegung zum Neubau der Kirche. Der Ort wuchs stetig an. Die historische Zählweise der Hausnummern in der Hauptstraße, ortseinwärts, vom Rettenbach zum Marktplatz hin, ist bis heute erhalten und zeigt die Wachstumsrichtung des Ortes auf. Die großen Bauvorhaben verschlangen gewaltige Mengen an Baumaterial. Die Ziegelei sowie das benötigte Bauholz reduzierten den damals weitläufigen Gemeindewald auf die heute verbliebene kleine Fläche. Die Ziegelei wurde 1884 verkauft, aber bis 1920 weiter betrieben. Danach wurde sie abgerissen
und der Turm 1927 gesprengt. Die Ziegeleistraße erinnert noch heute an den damaligen Standort und gleichzeitig an die historische Anbindung von Weilbach, denn sie führte als Ortsverbindungsstraße schnurstracks nach Weilbach. Der kleine Ort Weilbach geht auf das Jahr 1167 zurück. Die Sankt-Anna-Kapelle im Ort dürfte ebenso alt sein. Auch ein Schloss stand einst in Weilbach, vermutlich nahe der Kapelle. Es wurde 1842 abgerissen. Das 1734 in Pfaffenhausen errichtete Pflegamtsgebäude diente der Verwaltung des Ortes, des Waldes und den Anliegen der Einwohner. In der Neuzeit wurde aus dem Amtsgebäude der Gasthof zum Goldenen Stern. Zum Schutz während der turbulenten Zeiten wurde der Ort von Wassergräben umgeben. Doch Kriege forderten ihre Opfer. Kriegerdenkmal und Ehrentafeln an der Kirche erinnern an die gefallenen Veteranen. Anwachsende Zehentabgaben verlangten nach der Unterbringung immer größer werdender Mengen Getreide. Ein neuer Zehentstadel, sprich Kastenhaus, wurde gebraucht. Dieses wurde 1738 vom Bischof von Augsburg genehmigt und nach den Plänen von Ulrich Fendt zu Kosten von 6000 Gulden erbaut. 1803 kam es in bayerischen Staatsbesitz und 1857 wurde es von der Gemeinde erworben. Weitere Ausbauten und verschiedene Nutzungen folgten. Heute beherbergt das Gebäude die Geräte des Bauhofes sowie die Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr. In den oberen Etagen befinden sich neben Wohnräumen die Vereinsräume verschiedener Ortsvereine. Der Bau des bischöflichen Priesterseminars im Jahr 1735 war ein maßgebliches Ereignis für die Region und von großer Bedeutung für den Ort. Einst lebten, studierten und arbeiteten über 100 Priester und Priesteramtskandidaten in dem Gebäude. Doch die Glanzzeit endete bereits 1803 mit der Säkularisation und der Schließung des Seminars. 1891 erwarb der Ursberger Pfarrer Dominikus Ringeisen den gesamten Komplex, um eine Pflegeanstalt für blinde Personen einzurichten. Nach zweijähriger Sanierung zogen 1894 die ersten Bewohner ein. Das Storchennest auf dem Kamin des Blindenheimes datiert wohl auch auf diese Periode zurück. Aus den frühen Anfängen entwickelte sich eine bekannte Institution, welche von Anfang an von den Schwestern der Ursberger St. Josef-Kongregation betrieben wurde. Der Gebäudekomplex wurde über Zeit durch mehrere Wohnheime erweitert. Heute sind über 130 behinderte Personen dort untergebracht. Sie werden von rund 170 Personen, inklusive Zeitkräfte und Praktikanten, betreut. Ein ganz spezieller Event ist die alljährliche Sommerveranstaltung, in welcher die Musikgruppe des Heimes ihr Können unter Beweis stellt. Thank you.
Die alte gotische Kirche aus dem 16. Jahrhundert wurde über Zeit mehrmals erweitert und im Inneren barockisiert. Doch Bauschäden im Gemäuer und am Dach führten zum Abriss und dem Neubau der Kirche. Die neu erbaute große Kirche wurde am 12. Juli 1789 eingeweiht. Sie ist bis heute das Wahrzeichen von Pfaffenhausen und heute sogar in einigen Kommunen in Puerto Rico und Indien bekannt. Wenn auch die Kirchenbänke vom Zahn der Zeit gezeichnet und vom Holzwurm gut besucht, so sind diese original erhaltenen Bänke mit den noch vorhandenen, liebevoll gemalten Platztafeln damaliger Persönlichkeiten Zeugen einer vergangenen Ära. Das 1758 erbaute Rathaus war in seiner Zeit eines der wichtigsten Gebäude im Ort. Es diente über Zeit als Ratsstube, Schranne, Gerichtsstube, Gefängnis und zu anderen Zwecken. Heute wird es als Heimathaus genutzt und beherbergt unter anderem eine Fülle von Artikeln und Erinnerungsstücken vergangener Tage. Also wir sind hier in unserem alten Kramerladen. Das ist etwas, was die Leute wirklich begeistert, wenn sie das sehen. Die Alten oder die Älteren sagen, ja genau so war's. Und die Jüngeren sagen, ja gibt's das, dass es sowas gegeben hat. Wie früher die Verbrauchsverhalten waren, da gab es ja keine verpackten Dinge, ganz wenig Verpackungssachen. Und deswegen gab es in jedem kleinen Laden Tüten aller Art. Ich bin in den Laden reingegangen, habe gesagt, ich brauche Makaroni. Hat sie gesagt, wie viel? Dann habe ich gesagt, ein Pfund, hat Mama gesagt. Und dann hat sie in irgendeine große Kiste gelangt, hat ein Pfund Makaroni raus, hat es in diese Tüte gepackt und damit war das verkauft. Das gleiche galt für Kartoffeln oder andere Dinge. Wir haben hier oben auch Essig und Senf und so weiter. Das hat man offen alles gehabt. Wir haben auch natürlich in unserer Tabaksammlung den Feinschnitt-Tabak, den es nach dem Krieg gegeben hat. Da haben ja die Leute selber Tabak angebaut, auch bei uns, haben sich den geschnitten. Die Älteren wissen das noch, die haben im Dachboden haben ihn getrocknet, also haben wir ihn geschnitten. Dann gab es irgendeine Stelle, wo man den abgeben konnte. Und dann hat man also diesen super Feinschnitt-Tabak abgepackt gekriegt. Also die alten Raucher sagen, dass er geschwächt worden, wenn man den geraucht hat, aber es hat geraucht. Dann bei den Zigarren, da haben wir hier ein Angebot aus aller Welt. Zuban, Havanna, Zigarren, Villinger, Stumpen, das war ja, wenn ich an die Alten denke, die haben immer Villinger geraucht. Villinger, das war so Stumpen und da hat man also geraucht. Das waren so die kleinen Freuden dieser Leute damals. Im Übrigen haben wir hier zum Beispiel auch etwas, das ist eine Literflasche Bier. Storchenbräu, Max Roth, Pfaffenhausen, unverkäufliches Eigentum. Also früher haben die Leute ein Liter Bier gekauft. Das war natürlich auch nicht das Bier, das man da einen Liter getrunken hat, schon weg war,
sondern es war ja meist Sommerbier, also ganz dünnes Bier. Aber interessant auf jeden Fall. Ganz wichtige Sache war natürlich früher für die Leute auch, irgendwo einen Kaffee zu bekommen in diesen Kramerläden. Und wer erinnert sich von den älteren Leuten nicht, dass es einen Quieta Rot gegeben hat oder einen Quieta Grün und einen Quieta Gold? Quieta Grün war ja ein Kaffee, Landkaffee hat er geheißen. Da war überhaupt kein Bohnenkaffee dran, den hat man halt getrunken, das war der Kaffee. Und siehe da, bringen die doch auf den Markt einen Kaffee mit 10% Bohnenkaffee raus. Also 10% hat ein bisschen Bohnenkaffee raus. Indische Blumensalbe. Also wie sich die Leute bei uns einen Inder vorgestellt haben, das ist hier also sehr gut dokumentiert. Das ist eine Mischung aus Indianer und aus dem Urwald raus und Röckchen und Braun und so weiter, also alles Mögliche. Und vor einigen Jahren war eine indische Austauschschülerin hier im Ort, da haben wir das gezeigt, die hat sich hier nicht mehr gekriegt, wie man sich früher hier bei uns